Wir könnten vor einem Ereignis stehen, das es seit 30 Jahren nicht mehr gegeben hat, nämlich, dass die Monate April und Mai im Doppelpack zu kalt im Vergleich zum langjährigen Mittel der Jahre 1961 bis 1990 ausfallen. Grüße Sie und grüße euch. Und ganz, ganz viel wird die letzte Mai-Dekade ausmachen. Würden wir da einen Hitzevorstoß bekommen, wäre das passé. Bekämen wir einen Polarluftvorstoß, dann wäre das so gut wie sicher. Und bekommen wir einen Polarluftvorstoß zu Pfingsten? Die Frage klären wir gleich. Und wir klären auch die Frage, wohin führt der Weg in und durch den Juni? Wird er nass? Wird er trocken? Wird er warm? Oder wird er kühl sein? Aber zunächst erst einmal der Blick auf Pfingsten, und zwar was den Hauptlauf des amerikanischen Modells angeht. Da wird momentan mit dem sogenannten Nuller ein kräftiges Hoch westlich von uns gezeigt. Östlich von uns gibt es einen Polarluftvorstoß. Der wird immer mal wieder genau über Deutschland berechnet, und auf der anderen Seite kommt extrem heiße Luft auf die Iberische Halbinsel voran mit diesem kleinen Höhentief, das vor den Kanaren liegt. Und hier sehen wir das, eine Hitzeblase, die dann vor allen Dingen über Portugal liegt, und bei uns, vor allen Dingen östlich von uns, geht eine Nullerblase runter, 0 Grad in 1500 Meter Höhe. Für den Hinterkopf wäre es theoretisch nachts klar und windstill mit kompletter Auskühlung, sind ungefähr die Temperaturen in 1500 Meter Höhe die Tiefstwerte, die wir in 2 Meter Höhe haben. Das europäische EZMWF-Modell macht volle Lotte Polarluftvorstoß, aber brachialer geht es überhaupt nicht. Das Hoch liegt westlich von uns und wir lägen in einer satten nördlichen bis nordwestlichen Strömung, mit der eben Polarluft vorstoßen würde, mit minus 5 Grad auf der Nordsee und verbreitet über Mitteleuropa von unter 0 Grad. Nachtfrost würde es hier allerdings keinen geben. Wir haben eine große Isobarendrängung, Isobarenlinien gleichen Luftdrucks, und je enger die sind, desto windiger ist es. Da würde der Wind alles verhindern, aber es wäre draußen ziemlich ungemütlich. Da müsste man nochmal einschüren. Gehen wir jetzt auf die gemittelten Lagen hier beim europäischen EZMWF-Modell, also alles das, was im Hintergrund berechnet wird, gibt es ja nicht nur den Hauptlauf, sondern viele andere. Beim europäischen EZMWF-Modell sind es, glaube ich, etwas über 50. Da hätten wir diesen Trog, der über Europa entlang geht, mit der kalten Nordwestströmung. Zwar nicht mit 0 Grad in 1500 Meter Höhe, aber mit nur wenig über 0 Grad. Auch das wäre äußerst kühl, genau zu Pfingsten. Das amerikanische GFS-Modell macht es im Prinzip von der gemittelten Wetterlage ähnlich. Da sind es etwas über 30 Läufe und die sind ja fast identisch. Auch hier kommt die 0 Grad Isotherme bis zur Nordsee voran. Ansonsten sind es ein paar Grad plus. Da können wir fast schon mal einen Haken dran machen. Die Pfingsttage werden windig und kühl mit Schauern und in den Bergen mit Schnee. Allerdings durch den Wind wohl ohne Nachtfrostgefahr. Machen wir hier einen Haken dran und schauen uns die Wetterlage Ende des Monats an. Das wäre dann der 30. Da liegt das Hoch über dem Atlantik, das Hoch über dem Kontinent, das Hoch nach wie vor über Grönland. Das ist dieses Dreiergestirn, das sich übrigens auch hier wiederfindet. Nur dieses Tief zieht so ein bisschen weiter nach Norden. Wir liegen aber immer noch in den Andeutungen des Trogs und es bliebe wechselhaft, auch wenn die Temperaturen ein bisschen ansteigen würden. Nach den derzeitigen Trends, auch wenn es wenige Ausreißer nach oben gibt in den Ensembles, was wir gestern gesehen haben, sieht es nicht nach einer Erholung aus in Sachen Frühsommer und oder Wärme, vor allen Dingen auch nicht trockenes Wetter für das erste Silo, um mal die Felder abzumähen. Können wir das für den Juni? Gleich. Hier noch der Blick kurz auf die Abweichungen im Vergleich zum langjährigen Mittel der gemittelten Wetterlagen. Da sind wir immer noch in diesem Kaltluftsack drin, umrandet von zu warmen Temperaturen in 1500 Meter Höhe. Und jetzt gehen wir den Weg des Waldes in den Juni hinein. Es ist ja schon der erste meteorologische Sommermonat. Wir sind eigentlich schon weit vorangeschritten im Jahr. Und wir haben ja auch die hellsten Wochen jetzt des Jahres. Nur man merkt es draußen nicht, weil es so ungemütlich und kühl ist. Die erste Juniwoche von den Abweichungen im Vergleich zum langjährigen Mittel nach EZMWF sieht komplett durchschnittlich aus. Richtung See vielleicht ein bisschen zu kalt. Auf der Iberischen Halbinsel und im Nordwesten Afrikas, da haben wir die große Wärme sitzen. Auch in Italien ist es leicht zu warm, aber insgesamt sieht man hier keinen großen Wärmeblock. Was die Trockenheit angeht und oder die Niederschläge, so haben wir von der Iberischen Halbinsel über Frankreich bis nach Deutschland und in den Alpenraum und Italien eher zu trockene Witterung, im Nordosten dann durchschnittlich. Die zweite Juniwoche riecht dann so ein bisschen
Mäh! Nach Schafskälte, da hätten wir im Norden leicht zu kühle Temperaturen, im Alpenraum leicht zu warm. Was die Abweichungen angeht, den Niederschlag, da gäbe es ein paar mehr Niederschlagssignale hier im Nordosten, rund um die Elbe und nordöstlich davon. Das spricht für eine leichte Nord- bis Nordwestlage, wo mehr Schauer dabei sind. Erkennen wir auch hier, erst auf der Alpen-Südseite ist das Ganze trockener. Hier hätten wir dann ein Hochliegen und wir eben in der kühlen Strömung kein richtiges Sommerwetter, was Beständigkeit angeht. In der dritten Juniwoche sieht das Ganze ähnlich aus. Auch hier über dem Norden Deutschlands und über weiten Teilen des nördlichen Mitteleuropas und Nordeuropa leicht zu kalte Abweichungen. Wärme nur auf der Iberischen Halbinsel, aber tendenziell durchschnittlich bis leicht zu trocken. Und der Blick jetzt noch auf die letzte Juniwoche zeigt, ist denn die Wärme? Auch da sähe es nicht nach großer Wärme aus. Hier hätten wir zwar über Südeuropa die Wärme, allerdings über Nordeuropa immer noch zu kalte Temperaturen. Wir liegen genau dazwischen, an der Nordsee leicht zu kalt, im Alpenvorland minimal zu warm. Vielleicht eine Andeutung, dass es zumindest mal Richtung Juli dann wärmer werden würde. Und was die Niederschlagsabweichungen angeht, hätten wir über dem südlichen Mitteleuropa und Südeuropa leicht zu trocken, sonst eher zu durchschnittlich. Und jetzt nehmen wir mal an, wir haben am Anfang gesagt, im Vergleich zum langjährigen Mittel, die beiden Monate, das gab es das letzte Mal vor 30 Jahren, nämlich 1991. Da war übrigens auch der Juni zu kühl. Juli und August waren dann zwei richtig satte, heiße Sommermonate. Und zuvor gab es, also vor 1991, diese Kombination das letzte Mal 1984. Da waren dann irgendwie alle Monate ziemlich zu kalt. Und was die Abweichungen angeht, sind wir von Mai und April eher an 1984 dran. Und als ich gerade das überspielt habe, um das in meinem Studio jetzt zu senden, da trudelte, habe ich ja ganz vergessen, ich wollte noch die Niederschlagssummen machen. Ganz kurz noch die Niederschlagssummen. Der Form halber von EZMWF bis Ende Mai verbreitet 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter und in der Südwesthälfte 70 bis 120 und bis Ende Juni soll das herunterkommen. Ich habe das ein bisschen runter reduziert. Das Modell zeigt höhere Werte an. 50 bis 90 Liter recht verbreitet im Nordwesten und im Südosten 90 bis 130 Liter pro Quadratmeter von den Vogesen über den Schwarzwald bis ins Alpenvorland und im gesamten Alpenraum 130 bis 250 Liter pro Quadratmeter. Danach sieht es eben aus. Also sehr viel Durchschnittswitterung in den kommenden Wochen. So, und jetzt das, was ich eigentlich sagen wollte. Als ich ins Studio ging, trudelte gerade der sogenannte Sechser ein mit der Karte für Pfingsten. Und da hat sich der Sechser dem europäischen EZMWF angepasst, beziehungsweise den Modellberechnungen, die auch das amerikanische Modell vorher gezeigt hatte. Auch hier kommt der Trog weit nach Süden voran. Das Hoch liegt weiter im Westen und die Temperaturen lägen fast in ganz Deutschland unter 0 Grad in 1500 Meter Höhe. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass Pfingsten sehr kühl wird, ist momentan sehr, sehr hoch. Und damit wird wahrscheinlich auch der Mai dann eben zu kalt ausfallen.